Im Fischerdorf Caleta de Famara genießen wir noch einen Kaffee con Leche, denn es soll heute ins Gebirge gehen. Das Famara-Gebirge erwartet uns. Zwischen diesem Ort und der Urbanisation Famara befindet sich ein sehr schöner Sandstrand und hier treffen sich auch die Surfer der Insel, wenn der Wind richtig weht, so wie jetzt. Du siehst es gerade hier. Da weht auch der Wind einfach so über die Straßen, den Sand und ja, da ist dann richtig was los. Wir wollen aber nicht surfen, sondern wir wollen hoch hinauf auf fast 600 Meter Höhe. Die höchste Erhebung ist mit 670 Metern die höchste der Insel. Allerdings kommt man dort nicht hin, das ist militärisches Sperrgebiet. Aber du siehst auch schon gleich, wie das hier steil bergauf geht vom Meer aus. Ja, hier ist wirklich ganz übles Geröll. Hier durchzukommen ist schon fast unmöglich mit einem normalen PKW. Es gibt hier eine Fahrpiste, aber wir haben uns dann doch nicht getraut, bis ans Wasser runterzufahren. Da sollte man schon ein Fahrzeug mit entsprechender Bereifung haben. Bei den Urlaubern sehr beliebt ist ja der Mirador del Rio, dieser super Aussichtspunkt, wo früher schon die Serie Tim Thaler gedreht worden ist. Du musst da Eintritt zahlen, 5 Euro pro Person. Hier, wo wir uns jetzt gerade befinden, du siehst dort hinten ganz rechts der Parkplatz und dann links das Teil, da befindet sich diese Aussichtsplattform. Und wir schauen von diesem Parkplatz an der Straße auf die Insel La Graciosa und hier haben wir einen unverstellbaren Blick. Hier gibt es fast keine Touristen. Du musst nur kurz vor dem Parkplatz links abbiegen, dann kommst du auf diese Straße und erreichst auch einen der beiden Parkplätze. Weiter geht es für uns. Wir fahren. Erst einmal gibt es natürlich wieder wie immer einen Kaffee und dann, ich hatte es gerade entdeckt, geht's in den sonntäglichen Supermarkt, genau gegenüber vom Café. Ja, hier kannst du fast alles haben, was man so zum Leben braucht. Bei einem Dorf mit nur ca. 1000 Einwohnern, da gibt es auch nur diesen einen Laden und alles andere musst du dann eben in der City, in Arrecife zum Beispiel oder drumherum einkaufen. Einmal wöchentlich reicht das dann ja auch, wenn du so weit abwärts von der großen Stadt wohnst. Ja, und obwohl wir heute Sonntag haben, hier siehst du, es gibt frisches Brot. Ja, bei uns sagt man Brötchen dazu, hier sind es Barras, relativ großes Brot. Wir machen uns jetzt auf einen kleinen Rundgang durch diesen schönen kleinen Ort. Weiter geht's, wir werfen nochmal zurück einen Blick zum Supermarkteingang direkt hinter uns. Da siehst du die Tür und bummeln hier diese sogenannte Fußgängerzone entlang. Hier findet jeden Samstag ein Markt statt. Ja, da gibt es natürlich auch viel für die Touristen zu kaufen und zum Gucken. Und wir gehen jetzt hier einfach so entlang, ohne Touristen. Wir sind fast ganz allein hier unterwegs, bestaunen diesen tollen Kakteenbaum. Die Kombination der weißen Architektur mit dem Grün der Palmen und Pflanzen lässt ein wundervolles Panorama entstehen. Übrigens, einer kanarischen Sage zufolge, wächst jedes Mal, wenn im Ort ein Mädchen geboren wird, eine neue Palme. Hier in Aria kannst du noch abseits des touristischen Trubels an der Küste deine Reise in wohltuender und gemütlicher Atmosphäre genießen. Wir besichtigen jetzt die Kirche von Aria. Diese Kirche, Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, wurde nach schweren Schäden durch schwere Stürme im Jahr 1956 als moderne Pfarrkirche wieder aufgebaut. Der Name Encarnación ist einmal ein spanischer weiblicher Vorname und auch ein theologischer Begriff, der so viel wie die Inkarnation bedeutet, also für die Fleisch- bzw. Menschwerdung Gottes steht.
Ja, und wenn man sich hier so umschaut, es ist doch sehr karg und einfach alles eingerichtet. Gar kein Vergleich mit den Kirchen in Deutschland. Wir sind nun auf dem Rückweg zu unserem Mietwagen wieder vorbei an kanarischen Balkons. Ja, die sind wirklich sehr schön gemacht mit den kleinen Fensterchen. Ja, und um die Ecke herum, da wird auch unser Auto irgendwo stehen und dann geht es weiter auf die Hochebene des Famara-Gebirges. Und noch ein Stückchen gefahren sind, dann lass dich überraschen. Da gibt es keine Absicherung, kein Geländer und nichts. So siehst du ja hier schon. Ein traumhafter Blick und die Höhe ist auch angegeben auf den Ort La Caleta de Famara und die Küste an der Westseite von Lanzarote. Nordwest, sage ich jetzt mal genauer. Lasse dich jetzt einfach allein. Genieße einfach diese tolle Aussicht von hier oben. Ja, und hier endet nun auch schon mein kleines Video von Lanzarote. Vielen Dank fürs Zuschauen.